Hallo und willkommen zurück bei Craft the World und den kleinen Zwergen, die sich da mit einer Gottheit abmühen. So, der will von uns ständig was haben. Gut. Ah! Ja. Natürlich werden wir den dementsprechend Gaben bringen. So, das nehmen wir auch noch weg. Dann füllen wir das auf. So. Sehr schöne Falle. Hinten sitzen. Okay, jetzt ist blöd, ich komme da nicht ran. So. Gut, wie schaut es denn im Eigenheim aus? Noch alles finster ist bei mir. Okay. Da ist irgendwo einer, oder? Ne. Ah ja, da ist er doch. Gut, ich will hier... Es gibt auch Licht. Ah, da habe ich auch noch Stein zum Ersetzen. Und Leitern will ich bauen. Na, ich habe nichts. Ich habe kein Holz. Entschuldigung. Schmarren mit Ohren. Soll so sein. Ich weiß, ja. Hier werde ich mal den mittleren rausnehmen, bis sie Holz bringt an mir. Okay. Ah ja, da wird gerade überflutet. Ja, ja, ich weiß, wir haben noch keine eindeutigen Grenzen. Da fehlt die Luke. Ihr seid ja wirklich kleine Kampffichte. Keine gescheite Ausrüstung, aber Vollgas drauf auf den Igel. Oh, sehr schön. Die kann ich abernten. Mhm. Bringt mir Holz, Leute. Holz, Holz, Holz. Den Sand bunkere ich schon mal wie ein Glas. Ich habe 4 Goldstücke. Schauen wir mal, was Leitern kosten. Ah, für ein Goldstück bekomme ich 5 Stück. Ich gebe 2 Goldstücke ganz großzügig aus. Bringt mir bitte die Leiter. So, sonst werde ich das Gelände so lassen. Ich werde hier noch einiges aufstellen an Wänden. So, dann haben wir hier noch Sand. Und da haben wir noch Erde, die wegkommt. Ich habe was versäumt, glaube ich. Zwerg ist tot. Ach, Kacke. Entschuldigung. Aha. So. Okay, da könnte man auch aufbauen. Aber die 4, die liegen gut. Die liegen wirklich gut. Das sollte mal eine Brücke sein, oder? Sieben Leitern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, die erwischen. Also dann. Ja. Den.
Sehr schön. Cool. Trotzdem, ja. Dann brauche ich Brücken. Und wie gesagt, ich will meine Türme gleich aus Eisen bauen. Jetzt geht's dann los. Das hier war ein Blödsinn. Da, okay. Ja, Bett. Was haben wir da? Die Schere. Ja, die brauchen wir zum Scheren von den Tierchen. Ich habe aber noch keine Tiere entdeckt. Ist sie vielleicht da? Vielleicht wäre ich sehr schwierig genommen. Ah ja, da ist was. Und da sind die. Ah, da muss ich aber mal hinkommen. Puh. Puh, puh, puh. Okay. Umso hochwertiger die Leitern sind, umso schneller krabbeln die kleinen Zwergchen auch. Okay. Gut, jetzt bin ich mal oben. Jetzt kann ich mich da nach unten arbeiten. 1, 2, 3, 4. Ja. Da gibt es dann dritt. Wenn es aus Metall ist, das ist herrlich. Super anzusehen. Okay, da kommt dann wieder Erde drunter. Wir sollten hier vielleicht wie eine Grube, einen Teich machen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Da sparen wir sich das. Wir heben hier jetzt einfach aus. Ja, das Wasser reinrinnt. Guter Plan. Bin begeistert. Ihr habt es fast geschafft. So. Wie schaut's da aus? Ja. Das kann man jetzt mittlerweile weghämmern. Bringt mir Holz. Ja, denn dann. Ich arbeite daran, Jungs, damit es euch besser geht. Das wird noch relativ schmal hier und dann, glaube ich, werde ich breiter. Es macht, glaube ich, Sinn. So, jetzt können wir die Etage da ausheben. Gut. Okay. Ach, das ist so niedlich, denen zu sehen. Gut, eine Leiter habe ich da noch. Ah. So. Ich werde hier noch nicht breiter. Das wären nochmal die zwei Kochetagen, denke ich mal. Und dann werde ich breiter. Ich möchte nicht ganz oben dran sein. Das fühlt sich nicht richtig an. Okay, ich habe keine Fackeln mehr. Kann ich Fackeln machen? So, das ist mal das, da ist das. Ja, 1, 2, 3, 4, 8 Fackeln. Okay, da komme ich schon ein Stück. Ich kann doch keine Schleimfackeln. Schleim wäre auch ganz okay. So. Und dann gehen wir in die Breite. Ihr müsst graben, damit wir mehr, ja, damit wir mehr Rezepte bekommen. So. Gut, wenn da die Mitte ist. Von wo gehen wir denn aus?
Fackel. Fuck. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wäre die nächste. Ja, warum nicht? Was ist das? Oh, ein Mitstreiter. Sehr schön. Aber ich könnte ja gleich von hier weg ganz unten nach unten gehen und... ja, sehr praktisch. Den Aufzug, wenn ich irgendwie komme, dann da raus machen. Dann bin ich wieder in der Mitte. Das würde gut passen. Gut, dann behalte ich das so bei. Ja, schön lachen. Warum habe ich... Nein, das ist nicht... Nein, nein, gefällt mir doch nicht. Ich ändere das. So. Ich will einen Aufzug außerhalb haben. Vom Häuschen. Ein Tisch. Yes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wäre die nächste Fackel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wäre die nächste Fackel. Und dann werden wir noch zu Hause halt machen. Und dann passt es. So, wir schauen jetzt mal zur Gottheit. Eine Schleimfackel. Yes. Die leuchtet so schön grün. Okay, ich muss der Gottheit was darbieten. Was habe ich denn? Nix, ne? Oh, das könnte ich mal... Achso, das habe ich schon draußen. Mithril. Soll ich ihr Mithril geben? Oh, das ist ja so... Ich muss sie ja irgendwie zufriedenstellen. Okay, das wollte sie nicht. Ha, jetzt. Jetzt ist blau. Gut, das wollte sie. Eine Keule, praktisch. Oh shit, mir fehlt Holz. Mir fehlt Holz. Eigentlich könnte ich ja... Ich bin ja Esel. Dann mache ich extra die Leiter. Zack, zack, zack. Mhm. So. Ja. Okay. Wenn ich einen Tisch habe... Ja, das geht auch. Da kriege ich, glaube ich, mehr raus. Ja. Viel besser. Tada! Sehr praktisch. Ja. Es ist halt alles noch sehr finster. Ja. Knüppel. Was haben wir da? Ja, die Schleimfackel. Buch des Kriegers. So. Jetzt werden wir gleich Fackeln nachsetzen. Ja, den werden wir auch gleich killen. Gib Gas, Junge. Es wird dieser Heller sehr schön. Der nervt wirklich.
So, jetzt, wir haben schon eine Menge Bücher. Und wir haben Holz. Ich glaube, ich werde jetzt als erstes wirklich den Tisch bauen, damit die endlich was zu futtern bekommen. Die armen kleinen Zwergelchen. So. Ein Tisch. Der Tisch, der Tisch, der Tisch. Hier ist er. Ja. Und jetzt, so. Das ist super. Ein Tisch. Sehr gut. Und hier werden wir noch, zwei zur Seite. Zack, zack. Ja, weiß, ihr braucht ein Bett. Oh, das ist nicht so. Das kann ich noch nicht machen. Mir fehlt das hier, Bretter und Nägel. Quietsch, quietsch. So. Ich werde dann mit der Leiter runter und hier rüber gehen, denke ich. Das heißt, es bleibt offen. So. Ja. Ja, so wird das gemacht. Ich brauche Leitern. Am Anfang ist halt gar nichts da, ja. Hoppala. Das ist eh da. Das war dumm. Aber ist okay. So, so, so. Ja. Umgelaufen. Scheibenkleister. Wirklich, wirklich dumm. Ich bin schon Level 7. Und habe momentan nur 6 Zwerge zur Verfügung. Och, ja, ich brauche ein Bett. Oh, scheiße, ich habe euch noch kein Futter hingelegt. Das ist nicht gut. So. Ja, das machen wir auch zu. Ratten. Och. Ja, haut ab, ihr doofen Ratten. Der ist gefangen. Yes. Was, ihr fürchtet euch vor den Ratten? Oh, ihr werdet gleich ein paar Knüppel bekommen. Ja, jetzt kann ich zumindest mal 2 machen. So. Ja. Jetzt. Es geht bergauf. Gut. Das kann nicht wahr sein. Sind Ratten so giftig oder wie? Oh. Und der ist auf meiner Leiter. Na, dich brauche ich. Ja, warum wähle ich auch sehr schwer? So schaut der Anfang aus bei sehr schwer. Okay, ja, da unten sind 2 Ratten. Ja, der ist weg. Ich warte auf die Wurzeln, dass sie nachkommen. Hier werden wir wirklich ein tieferes Becken machen. Das macht sonst keinen Sinn.
nicht die Ohren putzen. Phantomatat! Okay, mir fehlt Holz. Ich werde es kaufen. Ich habe 4 Goldstücke. Holz, 5. 1, 2, 3. Ja, 1 hebe ich mal auf. So. Mal gleich ein Portal gemacht. Nee. Dann kann ich euch zumindest mal eine Rüstung zaubern. Ja, so schaut's aus in meinem Schneckenhaus der Zwerge. Ich hoffe, ich kann es bald größer ausbauen. Ich hoffe, ich kann ihnen bald ein Bettchen machen. Ja, ich kann ihnen ein Bettchen machen. Denn dann können sie endlich sich erholen und ausschlafen. Also, wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Und wie es mit den Zwergen weitergeht, wenn es heißt Craft World in der Unterwelt. Ciao!